So, da sind wir endlich wieder bei Fallout 3. Ja, wer hätte es gedacht? Das letzte Mal haben wir nichts geschafft und sind ein paar Mal auseinandergenommen worden, haben 30 Stimpaks verbraten. So, nach dieser Folge kann es eigentlich nur besser werden. Und hoffen immer noch, dass wir heute diesmal in Rivet City ankommen. So, wir gehen mal über diese Brücke hier. Jupp, in Arifu ist wieder alles ruhig, Freedog, das stimmt. Yeah. Ganz schön viele kaputte Autos hier. Für euch, ja. Und da ist eine ganz schöne Straßenblockade. Sind ein paar Häuser auseinandergefahren, dann müssen wir drumrum. Da sind Supermutanten auf der Brücke. So zwischen diesen beiden Häusern. Die haben uns auf jeden Fall auch schon bemerkt. Es schreit mal wieder nach einem wahnwitzigen Sniper-Duell. Wo ist denn unser Heckenschützengewehr? Ich hoffe mal, wir treffen was damit diesmal. Das Teil ist schon ganz schön kaputt. Der hat einen Raketenwerfer dabei. Wir sind so kaputt. Ich glaube, ich renne lieber weg. Ist vielleicht besser. Alter. Warum muss alles sowas haben? Ich spiele doch nicht mal auf schwer. Packen mal das Gewehr weg, rennen wir schneller. Und hüpfen mal so durch die Gegend, dann erwischt er uns schlechter mit dem Raketenwerfer. Warum stehen hier aber auch immer die Gegner aber auch immer an diesen unnötigsten Plätzen, die es gibt? Ich froh bin mir erstmal den Rivet City schnell. Wir haben eine Metro gefunden, die einfach wirklich nur verstrahlte Metro heißt. Oh Gott, wo sind wir gelandet? Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt durch die Metro. Aber wenn das verstrahlte Metro heißt, dann müsste die Strahlung ja quasi schon zur Tür rauskommen. Noch ist er nicht wirklich viel verstrahlt. Sieht halt aus wie jeder. Na, da ist der erste Ghoul, also. Okay, das war es eigentlich nicht wert, aber ich wollte irgendwas mal mit dem Heckenschützengewehr treffen. Es kann auch sein, dass es in so schlechter Verfassung ist. Also es ist in schlechter Verfassung. Es kann sein, dass wir damit nie irgendwas treffen, weil es in so schlechter Verfassung ist. Chinesisches Sturmgewehr, cool. Wir haben schon wieder alle Munition dafür verbraten, ey. Wir werden jetzt wohl einige Zeit bei der Kampfflinte bleiben müssen. Was haben wir denn hier? Da ist wenigstens 9 Kronkorken. Damit kriegen wir zumindest schon mal wieder die Munition raus, für die wir dich gekillt haben. Sind ein paar Überreste und Kaffeetassen. Mich mal hier durchschleichen. Ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Geht's mal wieder runter? Ne, wir bleiben erstmal oben. Wir wollen ja eigentlich nicht irgendwie in die Tiefe, sondern wir wollen ja einfach nur weiter. Nämlich nach Rivet City. Ich hoffe mal, dass es noch irgendwo anders einen Metroausgang gibt, der uns näher nach Rivet City bringt. Dann, eine lokale Karte. Also laut der Questmarkierung sollten wir einfach am besten nur wieder hier rausgehen. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich will hier irgendwas entdecken. Gibt's da gar nichts drin? Das finde ich ziemlich komisch. Hey, das sind wirklich leuchtende Ghule sogar. Verdammt.
Ich glaube, die anderen Ghule haben uns entdeckt. Fein. Ah, da sind sie sogar alle. Der nächste ist hier. Wir bleiben mal in der Ecke stehen, hier haben wir wenigstens die Übersicht. Weil der nächste Ghoul da schon ist. Noch einer? Jupp. War's das langsam? Das ist die Ghoul-Abfertigung hier. Ich höre doch noch mehr. Auf jeden Fall war da unten ein Leuchtender. Da ist er auch schon. Fuck, fuck, fuck. Fuck, das ist gefährlich. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß es nicht. Es ist auch nicht richtig hier. Ich lasse es einfach. Vielleicht sollte ich einfach irgendwo eine Schnellreise hinmachen, auch wenn wir jetzt schon so nahe sind. Rivet City. Wir müssen nach Rivet City. Wir müssen nach Rivet... What? Was ist das denn? Zugangshalle? Wir sind in einer Zugangshalle. Bitte, wo sind wir? Bestimmt sind wir schon wieder in der scheiß verstrahlten Metro drin. Eine Druckplatte. Gar nicht wissen, was passiert, wenn wir nur drauf treten. Einfach entschärfen. Ach, da ist ein Gewehr. So, haben wir gleich mal deaktiviert. Was bringt uns diese dumme Zugangshalle jetzt? Hier geht's wieder raus. Nee, doch nicht. What? Kommen hier auf jeden Fall. Ja, super. Er stellt mich gleich in den Weg von dem Supermutanten mit dem Rack. Oh. Ich glaub's nicht. Das sind ein paar Arschlöcher. Eigentlich kann ich laden. Nee. Fuck. Bin ich ein Auto gespeichert? Naja, wir... Nee. Haben wir hier die Raider schon? Ach, ich weiß es nicht. Wenn ich hier rausgehe, schießt mich ja gleich wieder der scheiß Raketenwerfer-Typ an. Wir nehmen gleich mal die Kampfflinte. Spielchen sind zu Ende. Aus deinen Zeit zu sterben. Der Tod klopft an die Tür, Menschen. Ich bin vielleicht trotzdem tot. Super. Ja, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Ich muss schnell an den rankommen. Denn dann sehen wir, hat er nicht mit dem verdammten Raketenwerfer geschossen. Ich habe keinen Bock. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Wieder die Kampfflinte wählen. Ich schmeiße jetzt einen Medics ein. Und nochmal Stimpaks. Medics. Am besten noch gleich ein Psycho. Gehen wir gleich mal. Alter, der traut sich trotzdem. Der traut sich vielleicht was, uns mit dem Scheiß... dem scheiß Raketenwerfer hier an. Stirb, du dummes. Blödes Viech, ey. Sturmgewehr. Warum haben die Ameisenfleisch dabei? Raketenwerfer. Der andere ist hier runtergefallen, oder was? Vielleicht sind noch einige Fleischfetzen von ihm über. Nein.
Was hat das gebracht? Was zum Geier hat das gebracht? Nee, jetzt ehrlich mal, was hat das gebracht? Nix. Oh, das kann ja wahr sein. Wir sind einfach nur dort hoch, um die scheiß Supermutanten zu killen, oder was? Ich weiß nicht. Wegen der Rivet City kann doch nicht so schwer sein. Wir gehen mal zurück zu der Brücke und gucken, ob die Leiche von dem blöden Supermutanten jetzt dort liegt, damit wir die noch... ja, dort liegt er. Ich hätte jetzt gern irgendwo einen Ort zum sicher runterspringen. Von diesem Teil hier. Von diesem Weg. Jupp. So. Du hast noch eine Rakete. Alter, ich wollte den Raketenwerfer haben, verdammt. Wir haben den Raketenwerfer. Okay, dann ist es vielleicht doch dem seiner. Wir sind Rivet City immer noch nicht näher gekommen in dieser Folge. Wo ich doch gesagt habe eigentlich, dass wir in dieser Folge hoffentlich nach Rivet City kommen. Auf dem Radar sind schon wieder neue Gegner. Ich bin verkrüppelt außerdem. Der Typ mich mit seinem blöden Raketenwerfer angepackt hat. Oh Gott. Hier noch mehr Supermutanten oder was ist da? Oder ich ignoriere es einfach. Und gehe hier weiter. Am was? Ja, scheinbar hat sich Fallout gerade aufgehangen. Super. Ich frage mich nur, woran das lag. Gut, dass ich gerade eben noch eine Schnellspeicherung gemacht habe. Nehmen wir nochmal zwei Stimpaks, weil wir bestimmt noch irgendeinem Scheiß begegnen werden hier. So, wir waren dort hinten um die Ecke gebogen. So, in Körperteilen geht es scheinbar wieder gut zu gehen. Ja, ja, hier sind wir irgendwelche Supermutanten oder was, die was labern. Aber die sind wir ja letztens schon umgangen, bevor es abgekackt ist. Und das schaffen wir bestimmt nochmal. So. Scheinbar erfolgreich. Wir sind ja am Wasser und wie gesagt, am Wasser ist immer richtig, wenn man nach Rivet City will. So, ich guck mal wieder auf die Map. Okay, wir scheinen wirklich richtig zu sein. Cool. Finde ich gut. Scheiße nur, dass ich zu wenig Geld habe. Ich muss dann in Rivet City mal wieder irgendwas aufstocken. Nämlich Stimpaks. Und Munition. Die gehen mir dauernd aus. Scheiße. Wir sind am Jefferson Memorial und hier gibt es... Ja, noch mehr Supermutanten. Wie es aussieht, müssen wir hier lang. Zeit zu sterben. Okay, der Arme hat nur eine Nahkampfwaffe, damit können wir und kann uns natürlich nichts machen. Der hat auch wirklich gar nichts anderes dabei. Fuck, der hat Granaten. Aber so ein normaler Supermutant kann uns nichts. Das sind wirklich die Biester, die irgendwas können nur. Die normalen sind einfach nur lahm. Ey, wenn das so weitergeht, kommen wir noch bald ein Level hoch. Und das nur vom hier rumrennen und Supermutanten und Feuerameisen killen. Jefferson Memorial, da kann man auch irgendwie rein, hatte. Das werden wir auch bestimmt noch müssen. Der trifft nicht, ne? Spaßt. Jupp, Mitgefühl.
Scheiße, der Typ wirft schon wieder Granaten oder irgendwas. Psycho hat nachgelassen. Fuck, wir waren die ganze Zeit noch unter Droge. Deswegen haben wir so viel Damage gemacht. Jupp. Dein Kopf, ja, das ist... Der sollte wehtun, ne? Oh ja, ich... Du hast schon 100 Mal erzählt, wie ich Arafu gerettet habe. Ganz alleine. Das ist Rivet City, übrigens. Der Flugzeugträger da hinten. Müsste es zumindest sein. Was? Weiß gar nicht, ob es noch mehr Flugzeugträger hier gibt, aber das ist doch, glaube ich, Rivet City. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Ja, wir sind ein einsames Wesen aus Vault 101, Freedog. Ich weiß. Und ihr hört Galaxy News Radio. Und hier steht schon wieder so ein Typ. So ein sexueller Belästigungspanda, Statue. Und da ist eine Karawane vor Rivet City. Ey, ich glaube, das ist Crazy Wolfgang, oder? Hallo. Nee, das ist die Wache. Dann ist es doch nicht. Hallo. Scrow! Wow, was ein seriöser Name. Was ist das? What? So. Willkommen. Mein Name ist Crow. Ich. Ach so, Sie? Das ist der die Schutzkleidung ver. In. Ach so. Ja, das haben wir uns, glaube ich, irgendwo schon mal angetan. Wenn Kleider wirklich Leute machen, kann ihnen auf jeden Fall geholfen werden. Das nehme ich mal. Danke. Danke. So, ich muss jetzt gehen. Weg. Bloß weg hier. Der Typ hat außer Kampfrüstung nichts Interessantes und unser Geld ist so schon knapp. Hallo. What? Ja, wir müssen hier hoch. Hier irgendwas drin, er wird mich wundern. Ach, hallo. Na? Carlos. Bitte, bitte helf. Hier, nehmen Sie dieses entkeimte Wasser. Meinen Sie es ernst? Ich kann es einfach... Ich bestehe doch. Wirklich. Erstmal wieder gutes Karma gesammelt. Fein. So, wir müssen erstmal mit der Sprechanlage sprechen, bevor wir hier reinkommen. Denn sonst fahren die Brücke nicht aus. Willkommen in Rivet City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Jupp. Ich hab dir auch gerade Wasser gegeben. Jammer nicht so rum, das nervt. So. Dann gehen wir mal rüber zu den Wachen. Wenn die nur das, weil die Brücke ausgefahren haben, heißt es nicht, Kleine dass wir hier rein müssen. Welche ja, Geschichte Harkness. Führen Sie nach River City? Ich suche meinen Vater. Ich suche einen Dr. Lee. Ihnen bin ich keine Rechenschaft schuldig. Aber ich schlender nur umher. Vergessen Sie es, ich hau hier ab. Ich suche einen Dr. Ach, Lee. Ach ja? Lassen Sie mich raten. Nein, sie erwartet Sie nicht. Aber es ist wichtig. Und Sie müssen sie sofort sprechen. Jupp. Das habe ich in letzter Zeit häufiger gehört. Und ich habe langsam genug davon. Sie müssen sich schon was Besseres einfallen lassen. Ich habe ein paar Fragen zu Ihrer neuesten Arbeit an der Hydroponik. Ja. Was? Ich weiß nicht viel über Ihre Arbeit. Ich denke, da müssen Sie sie selbst fragen. Sie ist wahrscheinlich im Forschungslabor. Machen Sie auf meinem Boot aber keinen Ärger. Dein Boot? Ja? Für mich. Danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal. So, wir haben Rivet City gefunden. Das muss jetzt reichen. Wir haben es endlich geschafft. Nach 100.000 Folgen sinnlos rumgerenne. So. Und hier sehen wir gleich mal den Marktplatz von Rivet City. Da werden wir uns nächste Folge austoben, ja. So viele Kronkorken wir auch haben, nicht?